Und damit ein herzlich willkommen zur ersten Folge dieser neuen HTML5 CSS3 Tutorial-Reihe. Und in dieser Reihe werden wir uns die wichtigsten grundlegenden Dinge über HTML5 und die Styling-Sprache CSS3 angucken. Zuallererst einmal, es ist wichtig zu bemerken, dass HTML5 ganz klar keine Programmiersprache ist, sondern nur eine Markup-Language. Das sagt der Name auch schon, Hypertext Markup Language. Das ist nämlich auch die Bedeutung der Abkürzung HTML. Wenn wir das jetzt aus dem Weg geschafft haben, können wir auch endlich mal anfangen. Ich habe hier bereits schon mal ein HTML-Dokument geöffnet in dem Editor WebStorm. Den kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Der hat sehr viele praktische Funktionen, ist sehr umfangreich und man kann mit Plugins alles Mögliche so machen, wie man möchte. Allerdings gibt es auch noch weitere Alternativen. Zum Beispiel könnte man Atom oder Brackets oder aber auch den Standard Notepad oder aber Notepad++ nutzen. Ich werde auch mal eine kleine Liste in der Beschreibung verlinken. Jetzt wollen wir aber auch endlich mal loslegen mit dem eigentlichen Programmieren. Wichtig ist, in der ersten Zeile von jedem HTML-Dokument muss dieser Ausdruck stehen, doctype HTML. Das sagt dem Browser, dass diese Datei auch wirklich HTML ist und nicht einfach nur eine Datei, die einfach nur HTML benannt ist. So, als nächstes werden wir mit dem grundlegendsten Element von HTML bekannt gemacht. Und zwar sind das die sogenannten Tags. Diese bestehen aus einem kleiner Gleichzeichen, dann irgendeinem Namen und dann einem größer Gleichzeichen. In dieser Entwicklungsumgebung wird das automatisch schon vervollständigt, denn es gibt dann auch immer einen schließenden Tag. Dieser besteht ebenfalls aus einem kleinen Als-Zeichen, dann einem Slash allerdings, dann diesem gleichen Namen, also diese beiden Namen müssen exakt übereinstimmen und dann wieder einem größer als Zeichen. Und jetzt haben wir schon mal die Klammer, in die wir das HTML-Dokument einbauen können. Erstmal besteht ein HTML-Dokument immer aus zwei Teilen. Erstens dem Header und zweitens dem Body. Und zwar haben wir ja einmal den Head, genau so, und darunter kommt dann der Body. Und in diesen Header, da können wir jetzt ganz verschiedene Sachen reinmachen. Das sind dann aber vor allem Informationen über diese Seite. Zum Beispiel können wir hier einen Titel reinmachen. Das gibt der Seite dann einen Titel. Wenn wir hier zum Beispiel hinschreiben HTML und CSS Tutorial und dann das Ganze im Browser mal angucken, haben wir hier oben HTML CSS Tutorial Folge 1. Da kann man natürlich alles Mögliche auch reinschreiben. In Zukunft werden wir hier noch mehr reinschreiben. Zum Beispiel werden wir Style Sheets verlinken, Meta-Informationen angeben und so weiter und so fort. Das möchte ich aber eben erst in späteren Folgen anschneiden, da sie doch ein bisschen höher geschritten sind als das, was wir in dieser Folge machen. Und dann haben wir hier noch den Body. Das ist dann der eigentliche Inhalt der Seite. Es gibt ganz viele verschiedene Elemente, Tags, die man in HTML verwenden kann. Meiner Meinung nach das Wichtigste ist das P-Element. Das dürfte man wahrscheinlich am häufigsten verwenden, zumindest auf textlastigen Seiten. Das P-Element steht für Paragraph, also Absatz. Also wenn wir jetzt zum Beispiel was reinschreiben, hier habe ich mal einen Lorem Ipsum-Text reinkopiert und das Ganze im Browser wieder angucken, dann sehen wir, dass wir hier einen Textparagraphen haben. Wenn wir jetzt noch einen zweiten machen und da nochmal so einen Text reinschreiben, dann sehen wir, dass wir hier zwei Absätze haben mit einer Lücke dazwischen. Allerdings geht es auch, dass wir zum Beispiel in diesem Paragraph auch nochmal neue Zeilen beginnen. Man könnte jetzt vielleicht denken, dass man das einfach durch die Enter-Taste macht, aber wie wir sehen werden, ändert das nichts. Das liegt daran, dass HTML sich nicht um Leerzeichen, Enter oder sonst irgendwas kümmert, sondern diese einfach dann immer ersetzt, als wären sie nicht so wichtig. Wenn wir jetzt aber trotzdem neue Zeilen beginnen wollen, können wir das ganz einfach durch ein BR-Tag machen. Das steht einfach für Break.
Auffällig an diesem Tag ist, dass wir kein schließendes Tag brauchen. Das liegt daran, dass in diesem Tag kein Inhalt vorhanden sein kann, anders als eine neue Zeile, und das sagt das Tag an sich schon aus. Wenn wir jetzt nochmal die Seite angucken, sehen wir, dass wir eine neue Zeile begonnen haben. Allerdings wäre es ein wenig langweilig, wenn wir jetzt immer nur Paragraphen, Paragraphen, Paragraphen machen. Wir sind hier nicht im Jurastudium. Und deswegen gibt es auch noch Überschriften. Die größte Überschrift ist H1. Das steht für Header 1. Hier können wir jetzt zum Beispiel einen allumfassenden Titel hinschreiben. Willkommen auf dieser Webseite. Gucken wir das Ganze jetzt im Browser an, sehen wir, dass wir hier über dem ganzen Text einen sehr großen Titel haben. Allerdings gibt es auch mehrere Typen von Titeln. Zum einen wäre da H2. Das ist dann ein Unterseitentitel. Und dann gibt es noch H3. Das sind so die drei wichtigsten Typen, die man am häufigsten verwendet. Das könnte jetzt zum Beispiel in einem längeren Blogpost ein Abschnittstitel sein. Und dann gibt es noch H4. Das ist, wenn man einen Abschnitt noch weiter untergliedern möchte. Das könnte zum Beispiel dann heißen 1.1. Dazu werden wir auch in zukünftigen Folgen noch ein bisschen mehr machen. Dann gibt es noch H5 und das könnte dann zum Beispiel heißen 1.1.1 und dann noch eine weitere Randbemerkung. Und dann gibt es noch als letzte Überschriftart A6. Das könnte dann 1.1.1 heißen und ist noch eine unwichtige Nebeninformation. Wir sehen, dass ab H5 der Text ziemlich klein wird. Und H6 ist sogar noch kleiner und unlesbarer als der normale Paragraph. Jedenfalls sind diese bisher 8 angesprochenen Elemente so die wichtigsten und häufig benutztesten Elemente in HTML. Aber wie man sieht, sind sie alle nur auf Text bezogen. Und aus diesem Grund gucken wir uns jetzt als nächstes das sogenannte Image Tag an. Diese IDE, die ich nutze, hat jetzt bereits das Ganze automatisch vervollständigt. Und zwar sehen wir hier sogenannte Attribute in diesem Tag drin. Das sind Werte, die man einem Tag geben kann und das so verändern kann. Ein IMG-Tag ist eben ein Image-Tag und kann eben ein Bild anzeigen. Nehmen wir jetzt als Source zum Beispiel http://viaplaceholder.com/1920x1080 eingeben und dann die Seite uns nochmal angucken, sehen wir, wir haben ja ein Bild. Das ist ein sehr einfaches Bild und einfach nur ein Platzhalter. Dieses sieht aber noch viel zu groß aus. Deswegen benötigen wir in der nächsten Folge noch ein wenig Styling. Das geht eben über CSS. Allerdings haben wir hier noch ein zweites Attribut vorgegeben und das ist ein Alt-Tag. Hier können wir zum Beispiel eingeben, hier sollte ein Bild erscheinen. Und dieser Tag wird immer dann angezeigt, wenn eine URL nicht verfügbar ist. Das kann zum Beispiel dann sein, wenn überhaupt gar keine angegeben ist. Und dann sehen wir hier, dass dieser Text erscheint. Ansonsten, wenn wir wieder die URL einfügen, dann erscheint er nicht. Und das würde ich dann auch sagen, war es dann mit dieser ersten Folge. In der nächsten werden wir uns weiter angucken, wie es mit Style Sheets aussieht und vor allem noch weitere Elemente uns ansehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst wie immer nicht, dieses Video zu kommentieren, zu bewerten, zu teilen, was auch immer. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.